Moin Leute, Rauschenstadt und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute das Video zu Mango Maracuja. Ne, warte mal, das ist ein Eistee. Ups. Moin Leute, Rauschenstadt und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein weiteres Level Up Unboxing und zwar heute zur Mango Maracuja Edition. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, dass der dieses Mal gut schmeckt. Nicht so wie die andere. Wir packen das Ganze heute insgesamt aus. Ich zeige euch, was da drin ist. Wir machen uns den ready. Ich zeige euch, ob der gut ist oder nicht. Und ich hoffe, der ist gut. Dann packen wir das Ganze einfach mal professionellerweise hier so aus. Wie gesagt, ich zeige euch immer, was kommt in der Box, was bekommt ihr alles mit, wenn ihr selber bestellt. Deswegen mache ich die Unboxings natürlich immer. Das allererste, was natürlich einem gegenstimmt, ist das hier. Und dann haben wir auch schon den Mango Maracuja Edition Geschmack und sonst ist es tatsächlich leer. Lol. Einfach nichts drin. Mango, Maracuja und ich muss direkt sagen, das Etikett fühlt sich so ein bisschen matt an. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so rüberkommt oder ob das wirklich matt sein soll. Whatever, keine Ahnung. Super nice Design, also sieht wirklich schlieg fruchtig aus. Wir haben das Label, wie immer, das Label im Hintergrund. Fangen wir mal hier an. Wie gesagt, einfach pausieren, wenn ihr es lesen wollt, wenn es nicht lesbar sein sollte, dann werde ich nochmal unten in die Beschreibung einen Link packen von dem Bild, von dem Label. Dann könnt ihr das nochmal 100% nachlesen. Weil das habe ich bei den letzten Videos öfter mal gesehen, dass man die Labels im Video gar nicht lesen konnte. Well, deswegen packe ich jetzt immer ein Bild unten in die Beschreibung, damit ihr das immer nachlesen könnt. So, wir packen den einmal auf entspannt aus. So. Wir riechen natürlich erstmal wieder dran. Es riecht so ein bisschen nach Traubenzucker. Keine Ahnung. Riecht wirklich so ein bisschen nach Traubenzucker. So, wir haben hier natürlich auch wieder den Dünnscoop. So, den Dünnscoop natürlich. Das heißt, es ist jetzt so der neue Standardscoop, finde ich auch ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen. Passt besser in die Dose. Ich hole eben schnell eiskaltes Wasser im Shaker, dann bin ich gleich wieder da. So, und da haben wir auch schon einen eiskalten Shaker. Habe noch ein paar Eiswürfel mit reingelegt. Und dann würde ich sagen, wir machen uns den einfach mal direkt. So. Wie immer, ein Scoop, nicht mehr, nicht weniger. Oder vielleicht weniger, aber nicht mehr auf jeden Fall. Also die Farbe ist auf jeden Fall schon so gelblich, geht so in die gelbliche Richtung. Und ja, dann würde ich sagen, wir shaken die einfach mal ab. So, da haben wir den schon abgeshaken, der ist auf jeden Fall 100% gelb. Sieht aber nice aus, passt auch zum Haptic Shaker, tatsächlich. Und wir riechen das mal dran. Es geht schon so in die Richtung, so eigentlich in die Richtung von Fruchtsäften. Wirklich so ein bisschen fruchtsaftmäßig, so was man so von Aldi, Lidl oder sowas kennt. Na egal, wir probieren den jetzt und ich sage euch, ob der geil ist oder nicht. Also man schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr stark Mango raus, aber sehr stark. Maracuja gar nicht so stark. Es ist aber ein bisschen... Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, muss ich ehrlich zugeben. Schmeckt wirklich nach Mango, sehr stark nach Mango und ein bisschen nach Maracuja. Man schmeckt aber beides auf jeden Fall raus. Der Geschmack, er ist jetzt nicht zu stark. Es ist nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Also man schmeckt den Geschmack noch ganz gut raus. Es ist aber so ein bisschen komischer Nachgeschmack, den ich jetzt nicht identifizieren kann. Also er schmeckt so ein bisschen, als hätte man sich so einen Fruchtsaft von Aldi gekauft, hätte den eine Stunde in der Sonne stehen lassen, hätte den dann 10 Minuten in den Kühlschrank gestellt und dann getrunken. So schmeckt das so ein bisschen. Also dieser Nachgeschmack auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Also er ist definitiv gut. Er ist definitiv gut. Aber nicht ganz so, wie ich mir den vorgestellt habe, muss ich ehrlich zugeben.
nicht so ganz, wie ich mir den vorgestellt habe. Ich habe mir den so ein bisschen noch fruchtiger vorgestellt, noch ein bisschen stärker vom Geschmack her. Das ist jetzt ein bisschen die Light-Version von dem, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe den jetzt ein bisschen getrunken, der ist schon mehr oder weniger fast leer bei mir. Und das ist ein bisschen schwierig, den Geschmack zu beschreiben, muss ich ehrlich sagen. Also er schmeckt stark nach Mango, es ist ein bisschen Maracuja mit dabei, man schmeckt aber beides raus. Das eine übertönt zwar so ein bisschen, aber man schmeckt auf jeden Fall beides raus. Wie gesagt, es gibt so einen Nachgeschmack, was hier drin ist. Was man aber trotzdem auf jeden Fall sagen muss, dass hier Mango Maracuja definitiv besser ist als die anderen Releases davor. Schmeckt auf jeden Fall besser als Sour Gummy Worm und auf jeden Fall auch besser als die White Edition. Viel, viel besser. Ob es jetzt mein Favorite, viele haben mich auch gefragt nach meinem Favorite, das ist momentan Iced Tea Lemon. Einfach der, wie gesagt, momentan für mich der beste Geschmack, ist auch mehr oder weniger fast leer. Mango Maracuja wird das nicht übertreffen. Also Iced Tea Lemon wird es nicht übertreffen, leider. Ich glaube Iced Tea Peach wahrscheinlich auch nicht. Galaxy wahrscheinlich auch nicht. Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass mir tatsächlich Jungle Juice doch ein bisschen besser gefällt als jetzt Mango Maracuja alleine. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber es schmeckt so ein bisschen fruchtiger und ist einfach ein bisschen erfrischender, wie ich finde. Also Jungle Juice und Mango Maracuja schmecken sich definitiv ähnlich. Nur dass es halt jetzt bei Mango Maracuja so ist, dass man wirklich eine starke Mango hat, ein bisschen Maracuja. Und bei Jungle Juice ist es halt so ein Allround-Paket. Man hat halt wirklich Mango, Maracuja, Ananas. Ich weiß gar nicht, was sonst noch drin ist. Bei Jungle Juice finde ich es aber so ein bisschen entspannter. Die sind alles ein bisschen besser abgemixt, würde ich sagen. Man schmeckt so ein bisschen besser von allem was raus. Und deswegen, mein Favorit von den beiden ist definitiv immer noch Jungle Juice, wie ich jetzt finde. Aber ich würde sagen, dass es trotzdem unter Top 10 Geschmacksrichtungen für mich persönlich. Man muss gucken, wie sich das entwickeln wird. Natürlich, wenn man den öfter trinkt, wird er entweder besser oder schlechter, je nachdem. Ich finde ihn jetzt erstmal hier definitiv gut. Für die Leute, die eine starke Mango mögen, sehr, sehr geil. Maracuja ist wie gesagt mit drin, man schmeckt auf jeden Fall Maracuja mit raus. Der Nachgeschmack ist halt, vielleicht muss man da die perfekte Mischung finden, vielleicht muss man da nur die Hälfte an Pulver nehmen mit 500 ml. Da muss man wirklich noch die beste Mischung auf jeden Fall erstmal noch rausfinden. Aber dennoch trotz bin ich sehr froh, dass wir endlich mal wieder einen fruchtigen Geschmack haben. Wir hatten jetzt wie gesagt saure Gummiwürmer, wir hatten Black Edition, wir hatten White Edition. Da bin ich echt froh, dass wir endlich mal wieder einen fruchtigen Geschmack haben. Ich hoffe, ich habe es hier im Video nicht vergessen zu erwähnen. Wenn doch, schreibe ich es nochmal unten in die Kommentare als gepinnten Kommentar. Und das soll es wieder mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr Leveler-Videos von mir sehen wollt, dann auch gerne einen Abonnent da lassen. Dann würde ich noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.